Heute, was geht ab, Leute? Hongja. Heute mit der zweiten Ankündigung des Tages. Also die erste war eigentlich von gestern Nacht. Es war zum Dratini-Event, Community Day mit erhöhten Dratini-Spawns und dreifach Staub für Fangen. Und jetzt gerade eben wurde noch der Rest, also ein Teil vom Rest, und zwar 23 neue von Gen 3 angekündigt, die nächste Welle. Ich war so aufgeregt, ich wollte schon loslaufen, aber noch sind sie nicht da. Erst heute Abend. Man munkelt wieder 21, 22 Uhr. Was mich echt enttäuscht hat, weil ich war bereit, ich war echt gehypt, raus und neue Pokémon fangen. Hier könnt ihr sehen, was sehen wir da auf dem Bild? Also Groudon erstmal. Ich hasse Groudon. Nur 89% mein Bester. Dann dieser eine, dessen Weiterentwicklung haben wir im Ladebildschirm gesehen. Dann Tuska, diese Sonne- und Mond-Typen. Libeldra. Dann dieses eine Feuer-Pokémon, der nicht Quirtle ist, ich kenne nur Quirtle. Und dann Stolos. Stolos. Zwar ganz gut, aber kommt noch nicht an guter Land und Metagross dran. Aber er ist so ungefähr Platz 3 von denen. Wenigstens kommt er endlich, aber Brutalanda und Metagross hat sich Niantic, also wahrscheinlich immer noch aufgehoben. Also auf dem Bild sind natürlich weniger als 23, das heißt, möglicherweise sind Brutalanda und Metagross, also dessen Vorentwicklung, vielleicht mit dabei. Wir werden es später am Abend sehen. Worüber wollte ich gerade reden? Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Also, ich war gehypt und wollte rauslaufen, aber noch sind sie nicht da. Deswegen bin ich raus und habe einen Doppelraid bei uns gemacht. Also, das war das mit den Neuigkeiten. Gen 3, nächste Welle. Schreibt unten rein, wie ihr Stolos findet, ob der gut ist. Ansonsten Libeldra, was haltet ihr von Libeldra? Und was erwartet ihr? Welche 23 Pokémon sind es? Ist Metagross mit dabei? Beziehungsweise die Vorentwicklung? Oder Brutalanda? Und dessen Vorentwicklung Kindwurm? Ich bin echt gespannt. Eure Meinung unten in die Kommentare. Saftiger Doppelraid am Abend jetzt noch in der Nachbarschaft. Glücksrad gezündet und dann uns gegönnt. Erster leider geflohen. Ich habe echt gut geworfen. Excellent, excellent, excellent. Also auf Deutsch einfach fabelhaft, aber der wollte einfach nicht drin bleiben. Und dann der zweite ist relativ leicht drin geblieben. Und da waren wir sogar 20 Leute Lobby voll. Was auch recht selten ist bei uns, aber ab und zu passiert das. Schön zu sehen, wenn so viele am Start sind. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch auf die neuen Pokémon freut und welche ihr so erwartet, was ihr euch so wünscht. Und mal schauen, ob ich heute Abend noch rausgehe. Schon ziemlich spät und ich bin echt müde. Muss noch viel erledigen morgen. Aber wie gesagt, das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.